Ja, und die Bundestagsfraktionen kommen heute in Berlin zusammen, einen Tag vor der konstituierenden Sitzung des Parlaments. Gerade sehe ich hier auf dem Monitor, dass sich Marco Buschmann bereit macht. Er ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Und wir schalten nun live dorthin. Das Wort hat Marco Buschmann. Ja, meine Damen, meine Herren, die Fraktion der Freien Demokraten trifft sich in ihrer Sitzung heute, um die konstituierende Sitzung des 20. Deutschen Bundestages vorzubereiten. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Amtszeit, wenn Sie so wollen, des 19. Deutschen Bundestages endet. Der 20. Deutsche Bundestag tritt zum ersten Mal zusammen. Und das ist natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen etwas ganz Besonderes, insbesondere auch für unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir jetzt an Bord haben. Darüber hinaus ist diese konstituierende Sitzung auch von großer Bedeutung für die Bundesregierung. Sie wissen, die Bundesregierung scheidet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages aus dem Amt. Ich möchte deshalb auch schon an dieser Stelle mich bedanken für den Dienst der Mitglieder der Bundesregierung, denn bei aller Streitbefangenheit im Detail, auch bei allem Wahlkampf, den wir ja miteinander und auch gegeneinander geführt haben, ist natürlich der Dienst als Mitglied der Bundesregierung mit großen Anstrengungen verbunden. Und auch wenn man im Wege streitet, so möchte ich doch auch allen das Ziel unterstellen, dass sie ihre Arbeit dem Dienst am deutschen Volke gewidmet haben. Und für diese Anstrengung und Entbehrung, die die Mitglieder der Bundesregierung dort geleistet haben, möchte ich mich im Namen der Freien Demokraten bedanken. Die Mitglieder der Bundesregierung werden dann ab morgen nur noch geschäftsführend im Amt sein. Das bedeutet, dass staatsrechtlich das sogenannte Versteinerungsgebot gilt. Ein etwas schrecklicher Begriff, weil wir wollen ja eine geschäftsführende Bundesregierung, damit das Land handlungsfähig ist und gerade nicht versteinert ist. Das bedeutet aber, dass keine großen politischen Grundsatzentscheidungen mehr getroffen werden können, keine Strukturentscheidungen mehr getroffen werden, keine Personalia mehr entschieden werden können. Und der Rat ist an die Mitglieder der Bundesregierung, die dann eben ab morgen nur noch geschäftsführend im Amt sind, diese Geschäftsführung in enger, ja, ich möchte sagen, in engster Abstimmung mit dem 20. Deutschen Bundestag zu führen, bis eben regulär eine neue Regierung gebildet ist. Das wird, wenn es nach der Planung derjenigen Parteien geht, die im Moment über die Bildung einer neuen Regierung verhandeln, wird das im Dezember voraussichtlich der Fall sein. Und bis dorthin gilt eben dieses Versteinerungsgebot und meiner Meinung nach auch die Pflicht, sich dann engstens mit dem Bundestag und seinen Fraktionen abzustimmen. Was die Vorbereitung der morgigen konstituierenden Sitzung angeht, so steht die Wahl eines Bundestagspräsidiums an. Wir werden heute in der Fraktion zwei Gäste haben. Es wird sich bei uns vorstellen einmal die Kollegin Bärbel Baas, die für das Amt der Bundestagspräsidentin kandidieren wird, und die Kollegin Aydan Özoğuz, die als Vizepräsidentin auf Vorschlag der SPD kandidieren wird. Beide Damen werden sich bei uns vorstellen, genießen aber bei uns auch wirklich einen guten Ruf als respektable Persönlichkeiten, denen wir die Aufgabe auch voll und ganz zutrauen. Die FDP selber hat formal noch nicht über ihren Kandidaten entschieden, aber ich traue mich, den Entscheidungen, ohne den Gremien vorgreifen zu wollen, aber schon anzukündigen, dass der einzige Kandidat, der mir bekannt ist und der auch vollste Rückendeckung von jeder und jedem, die ich kenne, hat, Wolfgang Kubicki sein wird. Wolfgang Kubicki hat das Amt eines Vizepräsidenten bereits 4 Jahre ausgeübt. Jeder kennt ihn als eine unüberhörbare Stimme der Freiheit. Er hat die Sitzung streng und gerecht, und das darf ich sagen, galt auch gegenüber seiner eigenen Fraktion, insbesondere das streng galt gerade gegenüber seiner eigenen Fraktion, geführt, hat immer mit hoher Zeiteffizienz die Sitzung geleitet und, wenn ich das sagen darf, hatte ja die operative Aufgabe, unter anderem die Bau- und Raumkommission des Deutschen Bundestages zu leiten.
Und bei Baumaßnahmen ist man ja einerseits großen Herausforderungen gegenübergestellt. Sie wissen alle, der Bundestag wächst und wächst und wächst. Das bedeutet, man braucht neue Raumkapazitäten. Und als Vorsitzender der Bau- und Raumkommission verhandelt man regelmäßig mit dem Land Berlin und auch mit dem zuständigen Bezirk und den Bezirksämtern. Und das hat er in einer Art und Weise getan, dass er sich bei allen anderen Fraktionen, glaube ich, größten Respekt erarbeitet hat. Und deshalb spricht alles dafür, dass Wolfgang Kubicki natürlich seine Arbeit fortsetzen kann. Die Kolleginnen und Kollegen der neuen Fraktion, wir sind ja 92, das ist die zweitgrößte Fraktion, die die FDP in ihrer Geschichte gestellt hat, sind gut vorbereitet. Wir haben ja schon beim letzten Mal sogenannte Bootcamps durchgeführt, also die Abgeordnetengrundausbildung. Und mein Eindruck ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen hochmotiviert sind und sich darauf freuen, ihrer Aufgabe jetzt nachzukommen. Morgen wird in der konstituierenden Sitzung darüber hinaus eine Geschäftsordnung beschlossen. Traditionell legt dafür die größte Fraktion einen Vorschlag vor. Das ist natürlich die SPD-Fraktion. Und mich freut besonders, dass in dem Vorschlag, wie wir ihn morgen erwarten, eine, wenn Sie so wollen, Notstandsregelung, eine Corona-Notstandsregelung entfällt. Das ist die Herabsetzung des Beschlussfähigkeitsquorums. Wir kehren also auch morgen zu einem Stück Normalität zurück, indem wir eben wieder mit regulären Regelungen zur Beschlussfähigkeit arbeiten. Ich glaube, das ist ein richtiger und notwendiger Schritt, den wir jedenfalls sehr begrüßen. Ja, das sind die Dinge, die anstehen in Vorbereitung auf die morgige Sitzung. Und das soll es von mir als Eingangsstatement damit erstmal gewesen sein. Kommen wir zu den Fragen. Herr Jahn, bitte schön. Ja, mich würde interessieren, ob Sie noch mal erläutern könnten, wie das mit der Sitzordnung ist im Bundestag aus Sicht der FDP, was Sie sich da erhoffen. Sie wollen ja nicht neben der AfD sitzen. Warum nicht und wie optimistisch sind Sie, dass das gelingt? Also es ist ja weder eine Neuigkeit noch ein Geheimnis, dass wir uns als Partei der Mitte in der Mitte des Parlaments am wohlsten fühlen und deshalb dort auch gerne sitzen würden. Das ist kein neues Anliegen. Dieses Anliegen haben wir schon vor 4 Jahren vertreten. Und Politik ist eben manchmal das Bohren dicker Bretter. Jedenfalls hat Max Weber das ja so beschrieben. Und deshalb wollen wir dieses dicke Brett bohren. Es ist so, die FDP ist eine Partei der Mitte. Und deshalb gehört sie auch in die Mitte. Und dafür setzen wir uns ein. Weitere Fragen? Herr Buschmann, zur Pandemie angesichts der steigenden Zahlen. Hält die Fraktion der FDP an der Haltung fest, dass die epidemische Lage national Tragweite dann ausläuft? Also es ist so, wir sind gerade in Gesprächen mit anderen Fraktionen darüber, wie wir mit der Frage umgehen. Unsere Haltung dazu ist bekannt. Wir waren schon in der Vergangenheit der Meinung, dass die Voraussetzung für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht mehr vorliegen. Das gilt insbesondere mit Blick auf das Gesundheitssystem, denn es wäre ja erforderlich, dass eine systemische Überlastung des Gesundheitssystems konkret droht. Das sehen wir im Moment nicht aufgrund der Impfquoten, wie sie sich entwickelt haben. Das bedeutet nicht, dass wir damit zufrieden sind, aber wir gehen eben davon aus, dass eine solche systemische Überlastung nicht droht. Deshalb sind wir dazu in Gesprächen mit anderen Fraktionen und ich bin hoffnungsfroh, dass diese Ansicht breiteste Unterstützung des Hauses haben wird, wenn die Entscheidung ansteht. Aber ich will der Entscheidung natürlich nicht vorgreifen.